Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal Freizeitpark Friends. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn wir sind heute in den Norden gefahren, Richtung Tier- und Freizeitpark Thüle. Den Freizeitpark besuchen wir heute. Wir wurden netterweise eingeladen, von daher werdet ihr links oder rechts oben einmal Werbung finden. Wir schauen uns das Ganze mal an. Uns erwartet vor allem ein Tierpark, aber auch ein Park mit ganz vielen Attraktionen. Welche hier stehen, das zeigen wir euch gleich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ja, vielleicht einmal ganz kurz zum Park an sich überhaupt. Was ist es für ein Freizeitpark? Tier- und Freizeitpark Thüle ist, wie der Name schon sagt, ein Tier- und Freizeitpark. Der Tierparkteil scheint wohl ganz schön groß zu sein. Unter anderem gibt es wohl weiße Tiger. Da gehen wir gleich direkt mal auf die Suche nach. Wir fahren jetzt aber erst einmal den Butterfly hier, denn für alle Achterbahnfans unter euch, das hier zählt ja auch als Count. Und insgesamt gibt es dann tatsächlich 3 Counts hier heute. Und wir holen uns erstmal den ersten ab und machen uns danach auf den Weg zu den ganzen Tieren. Leute, es geht los. Erster Count für heute. Wir sitzen im Butterfly, der übrigens voll schön thematisiert ist. Ich freue mich. Sind wir oben? Oh, das sind Zebras! Der Pikachu! Ja, unten im Tal ist schon. Oh. Ich bin auch gar nicht darauf vorbereitet gewesen. Ah, schön. Ui! Ich freue mich, Leute. Der Park sieht richtig schön aus. Richtig, richtig schön. So, ihr Lieben, den Zootal haben wir tatsächlich jetzt durch. Es gab viele, viele schöne verschiedene Tiere. Weiße Tiger, Bären, Otter und so weiter und so fort. Ihr habt gerade ein paar Impressionen gesehen. Und jetzt widmen wir uns dem Freizeitparkteil und wir stehen schon vor einer richtigen Besonderheit. Und zwar heißt die Attraktion Lost World. Das Ganze ist ein sogenannter Kart Coaster. Ich habe so ein Teil noch nie gesehen. Das Ding hat auch erst vor kurzem hier geöffnet. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an und nehmen euch mit da rein. Ich bin sehr gespannt. Tschüss. So, der neue Kart Coaster. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hui. Oh! Oh! Yeah! Woo! Oh! Hi! Woo! Ah, das ist schön! Oh! Die Kurven sind lustig! Leute, das war richtig, richtig cool. Wir kommen aus dem Kart Coaster und es ist mega, mega cool. Also ihr habt einen Hebel, mit dem ihr auch die Geschwindigkeit steuern könnt. Ich habe natürlich versucht, so schnell wie möglich zu fahren und gerade in den Kurven ist das Ding echt schnell unterwegs. Und man muss dazu sagen, die Thematisierung ist richtig, richtig genial. Man fährt durch so ein Skelett und alles Mögliche und das war richtig, richtig cool. Dino-Thematisierung, die total gelungen ist. Tunnel, man kreuzt sich während der Fahrt und so weiter mit den anderen Wagen. Also es hat richtig Spaß gemacht. Tolle Neuheit, tolle Attraktion und allein dafür hat es sich, glaube ich, schon gelohnt, heute hier hinzukommen. Ja, ihr Lieben, damit haben wir mit dem Butterfly und mit dem Dino Coaster, mit dem, oder Kart Coaster besser gesagt, schon 2 Counts gesammelt. Und die dritte ist tatsächlich eine richtige Achterbahn. Ja, eine kleine Familienachterbahn steht hier. Da steigen wir jetzt gerade mal ein. Die Wartezeiten halten sich heute sehr in Grenzen, obwohl wir Samstag haben, Osterwochenende. Onride kriegt ihr gleich rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Ja, ihr Lieben, alle Counts-Achterbahn haben wir jetzt abgehakt. Hier gibt es aber natürlich noch einiges anderes. Unter anderem ganz viel von der Firma Sunkit Hege. Also Butterfly, Nautic Jet, Schaukeln ohne Ende. Es gibt noch eine Monorail, die fährt hier hinter mir. Also ganz schön viel. Wir schauen mal, was wir davon jetzt noch mitnehmen. Ihr kriegt auf jeden Fall noch ganz viele Impressionen von den ganzen Sachen hier. Und ja, dann schauen wir mal, was wir jetzt alles noch schaffen. Miep, miep. Das war geisteskrank. Das war geisteskrank. Alter! Kannst du keinem erzählen? Kannst du keinem erzählen, was hier in Tüne los ist? Hammer! Hui! Juhu! Jetzt geht's los! Warte, ich glaub das nicht. Jetzt ist der erste Looping, da ist doch alles okay. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los! Alter! Oh Gott! Oh mein Gott! Ich sitze hier nicht mehr! Oh mein Gott! Also! Es geht nicht mehr! Oh mein Gott! Juhu! Alter, habt ihr das gesehen? Hui! So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt hier in diesem Hochziehturm, haben uns gerade mal ein bisschen hochgezogen. Jetzt geht's rasant hinunter. Hui! Ah, sehr cool, also viel, was ihr auch ein bisschen selber machen könnt. Viele kleine Fahrgeschäfte, Teppichrutschen, Wasserrutschen ohne Ende. Sehr, sehr schöner Park, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und man kann die Kinder hier auch mal laufen lassen und keine Angst haben, dass sie gleich weg sind. Ja. Wir können! Ja, warte, was machen wir denn los? Hey! Siri! Siri, roll runter! Ja! Oh! Stopp! So, nachdem der Patrick und ich uns gerade schon auf den Teppichrutschen sehr gut duelliert haben, geht's jetzt hier auf die Rutschboote im Hintergrund. Und da werden wir uns jetzt auch nochmal duellieren. Ich hoffe, wir werden nicht nass oder sowas. Das wäre jetzt ein bisschen bitter. Auf die Plätze. Fertig. So. Bremsen. Leute, wir kommen aus den blauen Rutschbooten hier im Hintergrund. Da muss man richtig aufpassen. Ich habe gewonnen und das Boot macht so eine Welle in die andere Rinne. Und wenn Patrick ein bisschen schneller gewesen wäre, wäre er jetzt klatschnass gewesen. Hat ein bisschen Glück gehabt tatsächlich. Es gibt auch noch Rutschboote mit so einer Kurve drin. Die lassen wir jetzt mal weg, weil die sind meistens richtig, richtig nass. Und ja, wir wollen jetzt nichts riskieren. Ja, ihr Lieben, für die kleinen Kinder gibt es natürlich auch eine Achterbahn und zwar hier im Hintergrund. Für uns tatsächlich ein bisschen zu klein, also da können wir nicht mehr mitfahren. Aber für die kleinen Kinder natürlich super cool. So, ihr Lieben, nächstes kleines Fahrgeschäft ist ein Airboat, heißt es hier im Park, von Huss. Da steigen wir jetzt mal ein und ja, da gucken wir, was das ganze Ding so kann. Hi. Oh. Okay. Ist tatsächlich schneller als gedacht. Ja. Alter! Oh! Ziemlich cool! Ja, ihr Lieben, es gibt tatsächlich auch noch einen zweiten Parkteil, der wird quasi durch die Straße hier getrennt, steht gerade auf der Brücke oben und ihr könnt schon im Hintergrund sehen, hier gibt es nochmal Rutschboote, aber so zu mit einer Kurve, da hinten ist noch so ein Swing-Karussell, also hier scheint tatsächlich ein bisschen Erweiterungsfläche da zu sein, es sieht zumindest so aus, denn hier gibt es jetzt so 3-4 Fahrgeschäfte, der ganze Park befindet sich auf der anderen Seite, aber das ist ja eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass hier einiges Neues entstehen könnte, weil der Platz auf jeden Fall schon da ist und man kann auf jeden Fall gespannt sein, was doch für spannende Neuheiten kommen mit den neuen Kartbahnen, hier hat man auf jeden Fall schon mal eines der coole Neue dazu geholt. Ja, das war unser Tag im Tier- und Freizeitpark Tüdel. Es war tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Der Zooteil hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Gehege waren schön groß, die Auswahl an Tieren waren echt cool. Es gab einfach weiße Tiger, das war ziemlich, ziemlich cool. Und auch der Freizeitparkteil hat einiges zu bieten, gerade mit dem Kartcoaster, der echt neu ist. Die Achterbahn, noch so viel mehr, natürlich ganz viel für die kleinen Gäste, auch für Familien. Und das ist ja auch ein Familienpark hier, von daher fand ich das Attraktionsportfolio ziemlich, ziemlich gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.